Maximal. Ich denke mal, das wäre am besten, erstmal das zu versuchen. Aufgrund der Tatsache einfach, weil bei den Genauigkeiten kann ich mir nachher vielleicht sogar etwas mehr Zeit lassen. Und von daher, na, mal gucken. Vielleicht kriege ich auch beides gleichzeitig hin. Das sehen wir dann, würde ich sagen. So good to see you. So good. Ich freue mich, mich zu sehen. Let's go to Vespucci. Magellan Air. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, you go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. I think this crazy. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, wait! Away from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got two pieces. May as well get this shit done. We really gonna repo after all this bullshit.
You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. We need to shoot him off the bike. Couple scratches. We got it. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. All right, I'll see you over there. Man, I can't hang with your ass for a while, psychopath. Bro. You done fucked. Ganz, ganz cool, Freunde. Alles noch im grünen Bereich hier. Alles noch klar. Ein Momentchen kurz. Alles im grünen Bereich. Es fehlen nur noch 15 Stück. Eigentlich könnte ich die Mission wieder machen. Und mich dann darauf fokussieren, das ist halt gut, ne? Das macht mich gerade so ein bisschen glücklich, dass ich das geschafft habe. Weil jetzt kann ich näher, wenn ich das wieder versuche, schön chillen, ganz ruhig das angehen lassen. Kein Problem. Alles in Griffweite, Freunde. Alle in Griffweite. So. Dann gucken wir mal, was wir noch immer hier machen können. Ich wollte mal hier das eine machen mit dem, das hier wollte ich mal machen. Trevor Petis mit einem Herztreffer. Das wollte ich mal versuchen. Ich meine, versuchen kann ich es ja mal. Muss ich gucken, dass ich die mehr so der linken Seite treffe. Denke ich mir mal. Keine Ahnung. Vielleicht wird es dann nochmal irgendwie angezeigt oder so. There you are, Trevor. Oh, but ain't my favorite mark. So, Kletus. Sletus. Sletas. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear Freiwild. You, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte es jetzt mal lesen. Let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on, not 10 minutes Vielleicht ago. Drauf, wie ich Follow me, I'll keep us downwind so we don't spook him. Da ist so ein Wapiti. Da ist ein Stein davor. Ja. Go on, put him down. Hm.
ich bescheuert? Ah nee, das ist. Da ist mir das Dings noch. Das links, ne? Hier irgendwo. In the heart, clean as you get. Very nice. Get up here, quick! Okay, das war einer. Ins Herz hat er gesagt. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Okay. Sounds like someone strangling a clarinet player. And I talk from experience. Shh, listen. Okay. Habt ihr was gefunden? Das ist ein Papiti. Da. Ich sehe dich. Nein, noch nicht. Du musst erst hochgucken. Kollege. Like a true professional. Okay, yeah. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Remember, if it's a pair, we're only here for the male. Witzig no irgendwie. Does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Da oben lungern welche rum. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. Stopp. Unklar. Schieß nur auf die männlichen Wapitis mit dem Geweih. Okay. Da ist hier dieser scheiß Busch im Weg. Da vielleicht von hier aus. Okay. Uncool. Da. Ja, ganz gedillig. Guck hoch jetzt hier, komm auf. Dass hier voll ins Herz trifft. Heartshot, you're getting good at this now, feller. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me a pick of your next kill, and we'll talk business. Ah, I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Mhm. So. Ist er da? Das Ding ist, der ist, den treffe ich nicht ins Herz. Das ist das kleine Problem, was ich gerade so ein bisschen habe. Oh, das macht richtig Spaß, Freunde. So. Das war knapp, was ich abgezogen.
Hiliger da war. So. Ach, hoch stimmt. Kamera. R3. Hallo, ich bin Trevor. Hoppla, wo ist denn? Wo ist denn der Dings? Ach, da hinten. Gilt das? Ja, ich gehe nochmal ein Stückchen zur Seite. So. Hallo, ich bin Trevor. Fotosenden. Kletos. Rufe dich jetzt an. Ich frage mich halt, was das Jagen halt bringt, ne? Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now. Ja, schweig. Okay, Freunde, da ist eine neue Goldmedaille in unserem Besitz gekommen. Somit fehlen uns noch 14. 14 von 70. Haben jetzt für 56, jetzt probiere ich nochmal diese eine Lamar-Mission. Versuche da jetzt nochmal Gold zu kriegen in den letzten Minuten. Dann fehlen noch 13. Wir nähern uns, Freunde. Wir nähern uns. Nach den Goldmedaillen steht Folgendes an. Da werde ich versuchen, Kiflom anzugehen und in der Zwischenzeit, weil Kiflom hat ja immer dann so bestimmte Abstände, wo dann was passiert, werde ich das Atommüll einsammeln. Sollte das geschafft sein, kommen die Messerflüge dran, beziehungsweise unter Brücken durch und Monsterstunts des Gedöns. Und wenn das abgeschlossen ist, kommen dann diese kleinen nebensächlichen Sachen, wie zum Beispiel 3 Minuten lang 4 Sterne mit allen 3 Kumpels da verbringen und so ein Gedöns. Und dann geht's los mit online. Also ich denke mal, boah, lasst mich lügen, Freunde. Ich sag mal so 2-3 Wochen geht's dann mit Online-Zeug los. Machen wir das nochmal. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach mal eine Prognose von mir gewesen. Noch nichts Festgelegtes. Ich kann es mir vorstellen. 2-3 Wochen online. GTA. Wenn das jetzt alles noch gut klappt, natürlich. Und wenn mein Game Capture und Laptop und das Gedöns alles aushält, dann bin ich guter Dinge. Vielleicht sogar auch noch früher. Schon früher, wollte ich erst sagen. Noch früher. Step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man. Wird ja auch mal langsam Zeit, ne? Boah, ich fahr grad alles um, ey. Keine Ahnung, was gerade mit mir los ist, aber ich fahr grad alles um. Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, Freunde. Könnt ihr wirklich sagen, was ihr wollt. Wenn ich Platin hab und hab das alles aufgezeichnet hier, YouTube hochgeladen, ich gebe allen einen aus, Freunde. Ich gebe allen einen Kasten aus. Und keine Ahnung, den jungen Zuschauern hier gebe ich dann so ein Rubby Bubble oder sowas aus. Meine Güte, das wird echt. Das wird Highlight, Freunde.
Ich werde so stolz auf diese Platin-Trophäe sein. Ich habe mal geguckt, das sind 0,01%, die Platin haben, weltweit. Das ist der Hammer, 0,1. Hey, what's up, homie, you alright? No, wait from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Das wären bei 100 Leute. Nicht mal einer. Bei 1000 wäre es einer. Oder ist es richtig? Oder bin ich gerade komplett retarded? Doch. 100%? 0,1% sind 0,1 Leute. Das, da es das hier nicht gibt, muss ich nochmal eine Nuller dranhängen. Also 1000 müsste noch dann eine Person sein. Nicht, ich komplett retarded bin. Von 1000 Leuten... Von 1000 Leuten nur einer. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Denken vorbei, nee. Ach, der ging schon wieder vorbei. Was ist denn los? Geil, wenn ich paar Mal einmal vorbeischieße, geht das ja auch noch klar. Ich bin mir da nicht so ganz im Reinen. Wenn ich den Gastank abschieße... Ob das dann als Genauigkeit zählt oder nicht. Deswegen mach ich lieber so. Dürfte ich gerade mal erfahren, warum sich gerade bei meinem Laptop Dings geöffnet hat? Google Chrome? Unklar, keine Ahnung. Warum? Nein, okay, doch. Okay. Ganz provokant, Alter. Komm, zwei Schüsse gegen vorbei. Das dürfen jetzt wohl, nicht gerade 40% gewesen sein oder sowas. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. So, jetzt geht die Verfolgungsjagd los. Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches. Der bleibt einfach liegen. Das tut keinen. Finde ich irgendwie lustig. Jetzt darf ich nur nicht sterben, wenn ich irgendwo gegenfahre, ne? Aber ich traue mir alles zu irgendwie. Von daher werde ich jetzt wie so eine Oma fahren. Wie so eine kleine alte Oma. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Bisher sieht's gut aus. Bisher sieht's ganz gut aus.
Ja. Da wollte ich jetzt fast ein bisschen viel. So, da bin ich jetzt mal gespannt wie ein Flitzebogen. Bitte. Yeah. Dann habe ich meine nächste Goldmedaille, Freunde. 2 Stück in dem Part geholt. Ging nur eigentlich. Dann verabschiede ich mich hier von euch, Freunde. Lasst den dritten Tritt, euer Nironier Saud. Yes, sir.